Fußball-Channel, ich bin's, euer Sam und ihr seht schon Titel. Heute das nächste Video auf meinem Kanal und zwar gibt's heute meine Meinung zum Transfer von Dani Olmo zum FC Barcelona. Ja, der ist in den letzten Wochen über den Tisch gegangen, also Done Deal, und da habe ich mir gedacht, da kann ich doch so ein Video drüber machen. Und zwar ist Olmo für eine Summe von ca. 55 Millionen zum FC Barcelona gewechselt. Er hat Stand jetzt einen Marktwert von knapp 60 Millionen. Wer sich fragt, hey, 60 Millionen, warum geht er denn dann unter Marktwert? Weil Olmo eine Ausstiegsklausel bei Leipzig hatte. Das heißt, er konnte für eine gewisse Summe, der Betrag wurde im Vertrag festgelegt, dann zu dem neuen Club wechseln, in dem Fall zum FC Barcelona. Ähnlich für die Leute, die FIFA spielen, gibt es ja die Option der Ausstiegsklausel, dass man einen gewissen Betrag in den Verein, in den Vertrag des Spielers reinschreibt. Ich kann schon gar nicht mehr reden. Ungefähr so kann man sich das Ganze vorstellen. Und hier steht noch ein Dings, und zwar die Ablöse beim Wechsel zum FC Barcelona kann durch Boni auf bis zu 62 Millionen ansteigen. Außerdem wurde Dynamo Zagreb mit 20% am Leipziger Transfergewinn beteiligt. In dem Fall waren das 5,2 Millionen. Also die haben sogar noch ein bisschen davon profitiert. Ja, was halte ich von dem Transfer? Darum soll es ja gehen. Da Barcelona kein Geld hat, ist das meiner Meinung nach ein absoluter Top-Deal. Denn im nächsten Sommer wäre Olmo, ich weiß gar nicht, wäre der ablösefrei gewesen. Ich glaube nicht, aber wahrscheinlich nach dem Ablaufen der Ausstiegsklausel deutlich teurer. Das heißt mindestens 70 bis 80 Millionen. Denn Olmo hat zuletzt die Europa League gewonnen. Die Europameisterschaft so rum. Und war dort einer der besten Spieler der Welt. Von daher absoluter Top-Deal meiner Meinung nach für den FC Barcelona. Wenn man auf seine Stats aus der letzten Saison schaut, da hat er, da schauen wir gerade mal drauf, und zwar hat er dort in, dauert gerade ein bisschen das zu laden, und zwar hat er dort in 25 Bundesligaspielen 8 Tore und 5 Vorlagen. Das ist jetzt nicht super krass, aber er war halt sehr wichtig für RB Leipzig. Außerdem ist er oft ausgefallen, wie zum Beispiel in der ersten Zeit, zum Beispiel mit Knieverletzungen. Da hat er in Folge 4 Spiele verpasst. Danach hatte er eine Schulter-Ex-Gelenksprengung, also eine sehr starke Verletzung. Da ist er dann auch nochmal 7 bis 8 Spiele hintereinander ausgefallen. Dann hatte er zwischendurch muskuläre Probleme, wodurch er die Champions League-Spiele verpasst hat. Und ja, also er war sehr oft verletzt, weshalb er wahrscheinlich nicht so wirklich gut in den Rhythmus gefunden hat. Wer Olmo aber bei der Europameisterschaft verfolgt hat, der hat gesehen, dass er richtig stark war. Und zwar hat er dort in, jetzt muss ich kurz rechnen, und zwar hat er da ein Spiel nicht gespielt, und zwar hat er dort in 1, 2, 3, 4, 5, 6 Spielen ganze 5 Scorer gesammelt. Unter anderem hat er gegen Albanien ein Tor vorgelegt bei dem 1:0-Sieg, also den entscheidenden Treffer vorgelegt für Ferran Torres, wer sich daran vielleicht erinnert. Dann hat er gegen Georgien getroffen, da hat er beim 4:1 sehr, sehr stark gespielt, nachdem er eingewechselt wurde. Beim 2:1 Sieg über Deutschland, wir erinnern uns, hat er das 1:0 geschossen und das entscheidende 2:1 vorbereitet. Also Man of the Match, würde man hier sagen, gewesen. Und im Halbfinale gegen Frankreich hat er das entscheidende 2:1 Siegtor geschossen. Und das für mich mit das beste Tor bei der EM, wo er den Ball nach einer Kopfballabwehr der Franzosen in der Luft abfängt, dann am französischen Abwehrspieler vorbeilegt und dann ins Tor schießt. Und gegen England hat er auch ein relativ solides Spiel gemacht. Von daher
Wie gesagt, Dani Olmo zum FC Barcelona, ein Top-Transfer. Er passt auch meiner Meinung nach perfekt in den Spielstil von diesem Team. Ich denke mal, dass er in dem offensiven Mittelfeld eingesetzt wird, also entweder als Zehner oder als linker Flügelspieler. Rechts wird wahrscheinlich Lamine Jamal spielen. Es gibt noch Spieler wie Pedri, Gavi, Fermin Lopez, die ganzen Youngster aus La Masia, die ja jetzt nachkommen. Und von daher, Dani Olmo zum FC Barcelona, meiner Meinung nach ein absoluter Top-Deal für den FC Barcelona. Von daher, schreibt eure Meinung gerne zu diesem Transfer in die Kommentare. Findet ihr ihn gut oder findet ihr ihn eher schlecht? Schreibt es gerne unten rein. Ansonsten, worüber soll ich in den nächsten Videos reden? Schreibt doch das gerne unten in die Kommentare. Wenn euch das heutige Video gefallen hat, würde ich mich selber einen Daumen hoch freuen. Abonniert den Kanal auch gerne für weitere Videos. Auch das würde mich sehr freuen. Ihr wisst Bescheid. Das war's von mir. Ich bin raus. Bis zum nächsten Mal. Euer Sam.